Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 11. Oktober. Heute dabei Skype, ZTE, Twitter und Snapchat. Ja, ihr merkt schon, eine kurze Folge. Es ist nicht viel passiert. Ich glaube, das Wichtigste, was passiert ist am Dienstag und was noch in den Mittwoch mit reinschwappt, ist der Star Wars Trailer. Aber ich habe ja gestern versprochen, es ist genug mit den Jedis für diese Woche. Von daher beginnen wir mit Skype. Denn Skype wird nun eine Cortana-Integration bekommen. Erstmal nur in den USA und nur für iOS und Android wird dort in Skype Cortana integriert. Die soll dort kontextbasiert Informationen liefern, beispielsweise wenn etwas zu einem Restaurant geschrieben wird. So kann Cortana parallel direkt Infos zu dem Restaurant zeigen oder aber auch aus einem Vorschlag für einen Termin einen Kalendereintrag generieren. Klingt ganz spannend. Ja, mal sehen, wann es denn hier nach Deutschland kommt und wie praktikabel es dann wirklich ist. Was auch spannend ist zu sehen, wann es nach Deutschland kommt, ist das neue faltbare Handy von ZTE. Man kann jetzt auch einfach von einem Klapp-Handy sprechen. Und damit ist ZTE der erste, der ein Dual-Screen-Handy in dem Sinne vorstellt, was wohl ganz viele in der Planung haben, unter anderem auch Samsung. Und ZTE hat nun die ersten Bilder gezeigt, beziehungsweise sind die ersten Bilder geleakt und hat gleichzeitig für den 17. Oktober eine Pressekonferenz angekündigt. Also ist durchaus noch in diesem Jahr mit einem Verkaufsstart zu rechnen. Und ich frage mich, ob wir das wirklich wollen, so ein aufklappbares Handy mit so einem dicken Scharnier. Also so richtig sexy ist das jetzt nicht. Also mit so faltbaren Displays habe ich mir eher ja sowas wie so ein kleines Notizbuch vorgestellt. Aber schauen wir mal, wie das Teil richtig aussieht, wenn es vorgestellt wird und man es in die Hand nehmen kann. Auf jeden Fall spannend. Ja, Twitter als nächstes. Die haben jetzt still und heimlich, wieder nur in den USA erstmal, ein neues Feature rausgebracht und zwar Happening Now. Das startet erstmal mit Sport. Sport funktioniert ja immer ganz gut, aber mich würde es nicht wundern, wenn auch bald Politik dazukommen könnte. Und Happening Now gruppiert einfach eine ganze Anzahl von Tweets, Fotos, Bildern zu einem Event, der gerade stattfindet, wie beispielsweise ein NBA-Basketballspiel. Das bekommt dann eine dedizierte Timeline, durch die man durchscrollen kann. Und zwar nicht von oben nach unten, sondern durchaus auch von links nach rechts. Und man bekommt auch den Score angezeigt, also das gerade das aktuelle Ergebnis. Und kann halt sehen, was die Leute rund um den Event halt posten. Und ja, so richtig begeistern tut mich das nun auch nicht, weil vieles davon konnte man ja prinzipiell schon längst mit einem Hashtag machen. Wenn die Veranstaltung oder der Event oder das Spiel einen vernünftigen Hashtag hat, dann hat man einfach darauf geklickt und hatte auch schon eine dedizierte Timeline, eher so der klassische Fall, also von oben nach unten und nicht besonders mit irgendwelchen Features. Aber schauen wir mal, ob das Twitter hilft. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Was eventuell Snapchat helfen könnte, ist aber ein neues Forschungs- und Entwicklungslabor und zwar in Utah. Um genau zu sein, in Lehi in Utah. Ich kenne die Stadt nicht, aber die ist in der Nähe auch von der Brigham Young University und da wird darauf spekuliert, dass Snapchat dort auch Talent abgreifen könnte, die dann dort in dem Labor für Snapchat entwickeln und zwar ein bisschen weiter entfernt logischerweise von Silicon Valley und damit vielleicht unter dem Radar, damit die Features nicht so schnell kopiert werden. Naja, ob es das wirklich bringt am Ende des Tages, ist genauso spannend wie viele andere Sachen. Das Team jedenfalls besteht oder wird geleitet von einem Kollegen und zwar dem, Kirk Uemet. Ich kann es wieder nicht aussprechen, Woche der schwierigen Namen. Und der hat ScanMe damals in der Nähe von der Brigham Young University in Utah gegründet. Und ScanMe wurde damals von Snapchat gekauft und die haben QR-Codes entwickelt und die sind in die Snap-Codes aufgegangen, die Snapchat heute noch verwendet. Und der Kollege wurde dann jetzt losgeschickt und wurde gesagt, der soll ein Team dort aufbauen, da er ja anscheinend dort auch Kontakte hat. Und nun warten wir mal ab, wann das erste Feature da aus Utah kommt. Ja,
Jetzt habe ich viel drum herum geredet. Man hätte es auch kürzer machen sollen, aber ich muss ja irgendwie auch mit ein paar Minuten füllen, wenn heute schon so wenig los ist und ich wollte nicht die Jedis bringen. So, von daher, ja, Mitte der Woche, Mittwoch, den kriegt ihr auch noch rum. Ich wünsche euch einen guten Start und wir hören uns wieder morgen am Donnerstag und hoffentlich mit ein paar mehr News. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.